Willst du eigentlich kommen, Junge? Nö, ne, kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Da kann ich auch nicht dafür. Wir hatten doch nichts früher. Wir hatten doch nichts. Ich rede Deutsch. Ja, jetzt habe ich dich verstanden, Opfer. Wunderbar. Unbedingt, kann ich dich verstehen, echt? Na, da kann ich nicht spüren. Dann müsste ich abmachen. Vom Acker. Ja, komm mal nach Westerhausen, Alter. Wo ist denn das? Wenn du dich traust, kommst du nach Westerhausen zum Bahnhof, ja? Wo ist denn das? Ja, was denn, wo Westerhausen ist? Nee. Wo wohnst du denn? In Sachsen-Anhalt. Wo wohnst du? In Hackpfeffe, in Sachsen-Anhalt. In Anhalt oder was? Sachsen-Anhalt. Aha, das ist ja ganz toll weit weg, ne? Na? Ja. Es ist ein bisschen schlecht dahin zu fahren. Ich habe auch schon ein bisschen Pfeffi getrunken. Da kann ich jetzt nicht nach Westerwald fahren oder wo ihr da wohnt. Ach, weißt du was? Na? Na dann ruf mich doch nicht mehr an! Du rufst mich auch ständig an und machst Telefonterror bei mir! Hör auf mit deinem Telefonterror bei mir! Aber wer hat denn angefangen mit dem Telefonschein? Ich hab ja auch nichts gemacht hier! Ich trinke hier meinen Fetti! Mit meinen Kumpels hier am Stammtisch! Euer Kumpel ist hier, soll ich immer sagen, wie hier alles ist? Na, dann mach ich mal! Dann fange mal an hier! Na komm du mal nach Hackwiffel, dann sehen wir weiter. Ja, du kleiner Scheiß auf die Pisser, ey. Oh, machen wir nicht mal auf, ach, hat sie aufgelegt. Gib's mir heute auf, ich schreck. Nun ist sie wieder los. Alter, halt deine Fresse, du abgefuckter Spaß. Komm nach Westerhausen, Alter. Wir polieren dir die Fresse, du kleines Opfer mit kleinem Schwanz, Alter. Junge, ich kenn dein Dorf nicht, Junge. Ich hab keine Ahnung, wer du bist, Junge. Komm mal klar hier. Noch einmal die Terror. Ich find euch. Na, dann freue ich mich. Mach's gut. Hallo. Junge, ich sag dir, ruf doch einmal hier an. Ich hab nie bei euch angerufen. Die ruft mich doch die ganze Zeit an. Da will ich doch endlich mal schlafen hier. Ihr ruft mich hier dauernd an. Ich komm nicht mehr zum Pfeffi trinken. Ich schneide ihn dir ab, beziehungsweise den kann man gar nicht mehr abschneiden, weil der so klein ist. Ein kannst du mal aufhören mit deinem Telefonterror, Junge? Hallo, hör mal auf mit deinem Telefonterror hier. Was willst du? Ihr ruft mich ständig an, ne? Aber ich hab keinen Bock drauf, ich will nicht mal Pfeffi trinken hier. Ja, komm halt vor, Alter, du rufst die ganze Zeit an. Nein, ihr ruft mich an. Ich kenn deinen Kaff nicht einmal. Ich mach euch kaputt. Na, wo ist denn Westerhausen? Ich kenn den Ort nicht mal. Du kleiner Motherfucker, Alter. Halt's Maul, du kleiner Wichser. Machst du noch einmal den Telefonterror bei meiner Cousine, ne? Ich sag dir, ich find deine Adresse raus. Ich besuch dich mit 15 von meinen Kumpels. Und du hast 15 Messer in den Rippen, ich sag dir, Alter. Ihr ruft mich doch die ganze Zeit an. Ihr ruft mich die ganze Zeit an. Oh, das hab ich aufgelegt. Nächster Anruf, Take 3. Mach was nun schon wieder los. Mach laut, mach laut. Hallo? 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 Bitte? Ja, Hauptkommissar Berger hier. Achso, schönen guten Tag. Was ist mal los? Ja, nichts ist los. Nichts ist los, das finde ich lustig. Ja, ich werde die ganze Zeit angerufen hier. Ja, weiß ich nicht, der bedroht mich die ganze Zeit und sagt, ich soll nach Westerhausen kommen, ich kenne den Ort nicht mal. Wo kommst du überhaupt weg? Aus Hackpfiffe in Sangerhausen. Was? Aus Hackpfiffe in Sangerhausen. Aha. Was ist das? Bei Sangerhausen in Sachsen-Anhalt ist das. Warum rufst du irgendwelche Leute an?
Ich rufe ja keinen an, ich werde die ganze Zeit angerufen. Das wird mich aber, was soll, verstehe ich nicht, egal. Ja, ich verstehe es auch nicht. Komisch nach Center, muss ich ja sagen, ich verstehe nicht so schlecht hier. Na, da kann ich nichts dafür. Ach so, da kannst du nichts für. Nee, so ja, werde ich aufgezogen. Ich weiß auch nicht, was hier alle los ist. So. Ja, da war gerade ein ziemlich aggressiver Junge da, der hat mich angerufen und die sagt hier, ich soll nach Westerhausen kommen und der sticht mich ab mit 15 Jungs und keine Ahnung. Ja, aber ich habe vorher erfahren, dass du irgendwelchen Weibern nicht eine Scheiße geschrieben hast. Jetzt war ganz auf dem Tisch hier. Ja, was für eine Scheiße habe ich geschrieben? Dass du hier irgendwelche SMS geschrieben hast. Wenn das nur einmal vorkommt hier, dann gibt's aber richtig Rammer dran. Schicke ich die Nummer zum Bullen, wenn du nicht entscheidest, ja? Ja, das hat derselbe Junge vorhin auch gesagt. Ich weiß ganz genau, dass du jetzt ein Netzchen geschrieben hast. Ja, dann kann ich auch sagen, dass ihr mich bedroht, kann ich auch sagen. Hast du ein SMS geschrieben oder nicht? Nö, ich hab ja auch nicht gemacht hier. Ich hab Pfeffi getrunken am Stammtisch. Pfeffi getrunken. Das ist ein Unterschied. Das ist wohl ein Unterschied. Da sehe ich eine Differenz. Du bist denn ganz dicht, bist du? Nee. Ich glaube ja nicht mehr. Ja, was willst du denn von mir? Ich bin ja am Verzweifeln. Ja, ich habe die SMS irgendwo alle gelesen, die du hier verschickt hast. An irgendwelche Leute da, an hier, die Weiber. Du pass mal auf, ich bin hier auf einer Feier. Ich habe ja nichts gemacht. Ich habe einfach nur Pfeffi getrunken hier am Tisch. Mein Handy liegt hier rum und ständig fast angerufen. Ja. Ja. Wir werden sehen, wenn du nochmal die SMS schreibst, dann doch nochmal da. Ja, mittlerweile weiß ich ja Bescheid. Was steht denn drin? Gut. Ja, sind wir uns ja einig hier, oder was? Ja, sind wir uns jetzt einig. Na gut, dann freue ich mich. Dann trinke ich jetzt noch einen auf dich und dann wünsche ich noch eine angenehme Nachtruhe. Ja, Fräulein. Richtig. Okay. Trink mal 52 Meter runter. Jawohl, mach ich, junges Fräulein. Alles klar. No? Ich hoffe nicht. Ne. Was? Oh nein, ich auch nicht. Oh nee, ich klicke. Nimm mal an, nimmt auf. Ja, jetzt ist aber das letzte Mal hier, Junge, sonst ist ja Achterbahn. Was ist denn jetzt schon wieder los? Mach laut. Laut. Mach doch laut. Ich hab einen Kollegen bei der Polizei, der findet seine Nummer aus und da sind wir mit 20 Mann zu deiner Haustür, mit Daisy, mit Messer, mit... Ja, du, pass mal auf, meine Nummer brauchst du nicht mehr rausfinden, weil die rufst du gerade an. Ich weiß, dass du nicht in Bälle wohnst, das weiß ich mittlerweile schon. Durch meinen Kollegen bei... Ich wohne in Hartfelfeld, das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt. Wenn du noch einmal sagst, von wegen, dass du hier in der Nähe wohnst, obwohl du das gar nicht tust, ne? Du bist sowas von dran. Du hörst mir auch nicht zu, hab ich den Eindruck. Da läuft aber nicht was ganz richtig hier. Du hörst mir nicht zu. Du hörst mir nicht zu. Na, dann ist er ja mein Freund, wenn er zurück ist. Dann gebe ich dem 100 Euro und dann ist die Sache besiegelt, würde ich mal sagen. Nach Westernhausen, das finde ich nicht mal auf der größten Landkarte, Junge. Das ist ja tiefstes Ghetto, glaube ich. Da ist der Herr Pfiffel jetzt vom Großmeister Jäschen. Ja, hallo? Du, meine Nummer, pass mal auf, meine Nummer brauchst du nicht mehr rausfinden, weil die hast du gerade eben gewählt und ich bin ja am Apparat dran. Also das Problem haben wir schon mal hinter uns. Ja? Und wenn dein Bullet da, wenn der korrupt ist, dann gebe ich dem mal 50 Euro in der Hand, so auf die Kralle, und dann ist das Problem auch hinter uns. Weil dann ist er bestochen. Du musst dir auch 100 Euro auf die Kralle geben. Von jedem 150. Ich glaube, ich nehme Freundschaft wichtiger und vor allem so eine Scheiße nicht. Ich glaube, nein. Ganz ehrlich, Alter. Und gerade eben hat mir schon ein Kumpel von dir angerufen. Ich würde jetzt sofort mit meinem Bruder zu dir fahren und eins gegen ein Fenster einschlagen und in deine Wohnung rein. Mir ist scheißegal, Alter. Mit deinem Bruder gegen dir eins gegen. Wenn du wüsstest, Alter,
Du, von einem guten Umgangston hast du in deinem Elternhaus am Mittel gelernt, oder? Ja, du laberst doch am Stück hier, ich komm hier auch nicht zum Wort. Na, dann zeige ich dich aber bald mal an hier. Es wird aber Zeit, dass du hinter schwedische Gardinen kommst. Ich kenn deinen scheiß Kaffee nicht immer, hallo. Diese Team, Leute, ich hab die ohne jegliche Waffen gekillt. Noch. Alle Achtung, Junge. Feiglinge, Feiglinge wie dich. Wenn du dich nicht mal traust, hier hinzukommen. Du kleines Opfer mit Kleinwachteleiern, Alter. Du bist so ein Opfer. Du bist ein bisschen kreativ, das müsst ihr schon sagen. Ganz schön unterhaltsam, da haben wir was zu lachen hier, die Runde. Also ich kann ja nicht mal verlachen, weil du bist ganz schön kreativ. Du, wie du dich artikulierst, das freut mich. Mit Wachteleiern und hier deinen 7 Opfern, die du alle schon zu Opfern gemacht hast. Und da freue ich mich drauf. Wenn du mich noch ein paar Mal anrufst, da... Darf ich mal ganz kurz unterbrechen, bitte? Ja, das hast du schon mehrmals gemacht, aber kannst du ruhig wieder machen. Ja, okay, ruhig ja. Weiter. Ich möchte nur eins darum bitten. No? Entweder ich will das jetzt ehrlich auf dem friedlichen Weg machen oder auf dem unfreundlichen Weg. Entweder lässt ihr das jetzt wirklich sein oder ich rufe meinen Bullen an, der deine korrupte Adresse rausfindet und will dich dann besuchen. Oder ich möchte dich einfach bitten, das friedlich zu lösen und die Mädels einfach in Ruhe zu lassen. Ja, ich versuche die ganze Zeit friedlich zu sein. Ich versuche die ganze Zeit hier friedlich zu sein, aber du laberst die ganze Zeit von wegen hier Messerstecherei und hast sie nicht gesehen und das finde ich nicht so friedlich hier, ne? Da halte ich nicht viel von. Ich eigentlich auch nicht, nur wenn es nicht anders geht und du die ganze Zeit Terror machst und ich eben schon angerufen habe und du trotzdem weiter Terror gemacht hast, drei Minuten später die beiden Mädels zwei SMS gehabt haben von wegen, oh, ihr seid so geil. Das habe ich nie in meinem Leben geschrieben. Das dementiere ich laut halt, doch. Hallo, hey, halt die Schlaute! Doch, das ist aber nicht sehr freundlich von dir. Hallo! Hallo! Guten Tag! Mein Name ist Hans. Hallo, jetzt sei mal kurz leise. Okay, ich bin ruhig. Dass ich in der Nähe wohne, halte ich für ein Gerücht, weil alleine jetzt vom deinem Dialekt her würde ich sagen, dass ich woanders wohne als du. Würde ich auch ganz spontan sagen, nur viele können ihren Dialekt ganz spontan verändern. Und das ist mir scheißegal. Aber dann sprichst du mit fremder Zunge? Darf ich jetzt mal ganz kurz ausreden? Jawohl. Ich will nur hoffen für dich, dass es jetzt aufhört, ansonsten haben wir wirklich ein Problem. Und ich will nur hoffen für dich, dass du jetzt noch einen schönen Abend hast, dass du jetzt noch Spaß hast. Ja, und ich würde mich auch freuen, wenn die ganzen Telefonterroranrufe immer aufhören langsam. Das wird aufhören, wenn du die Nummern löscht. Ja, okay, da habe ich schon längst getan, aber es hört nicht auf. Ja, wenn ich jetzt hoffe, dass keine weiteren SMS mehr kommen, sonst hast du weitere Anrufe. Und zwar nicht nur Anrufe, sondern auch Besuche. Na okay, dann warten wir mal ab hier und dann gucken wir mal, ob wir das alles friedlich lösen können. Ja, das habe ich gestern schon gemacht. Na, mach's gut, Junge, mach Eier. Alter, ist das geil. Du schreibst, ich finde das auch geil, das hast du niemals geschrieben. Ich wohne in der Nähe, hä? Kann das echt vorne SMS